Nice. Nice. Ja. Ich formier dich erstmal. Ja, Gottes Haus. Ich will ja kein Deutschland von überzeugen, nur als Hinweis. Warum hier nicht Gottes Haus? Warum hier ist nicht Gottes Haus? Was ist Gottes Haus? Gottes Haus in jeder Mekka? Ja, Moschee. Nur Moscheen sind Gottes Haus? Hier in dieser Welt ist nicht Gottes Haus? Deutschland nicht. Deutschland nicht. Warum sind Sie in Deutschland gekommen? Ich bin hier geboren, ich kann nichts machen. Ja. Warum sind Wenn ich alt genug bin, werde ich rausziehen in mein eigenes Heimatland. Warum sind Ihre Eltern hier gekommen? Über Dschihad. Das ist eine gute Frage. Viele Leute verstehen das falsch. Dschihad heißt heiliger Krieg. Ja, es ist schon richtig. Unser Koran, unser heiliges Buch, hat uns vorgeschrieben, woran wir uns halten müssen. Und das sollten wir befolgen. Und wenn wir das tun, dann ist das schon der erste und letzte Schritt, würde ich sagen. Ja. Leute, bleibt friedlich. Schön, dass ihr alle heute hier wart. Wichtig, dass wir den Mut haben, auf die Straße zu gehen und uns diesen Arschlöchern widersetzen, die unsere Gesellschaft kaputt machen wollen. Koran, ja? Al-Islam, din Allah wa Rasulah. Und Koran? Al-Koran, ja. Okay. Koran. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sind Sie Muslim? Ja. Von Torah und Bibel in der Moschee gelehrt? Aber ich muss da weg, leider, ich habe Termin. Danke für das Interview. Koran ist ein Grundbuch. Ein Grundgesetzbuch. Genau, richtig. Ja? Da. Also das reicht das, ja? Ja. Alles, man muss machen, alles was im Koran steht, ja? Ja, richtig. Sind Sie Muslim? Alhamdulillah. Ja, ich meine, alles Gesetze, was man braucht, steht, wo steht das? Im Gesetz, alles im Koran drin. Alles im Koran, alles ja? Alles im Koran drin, ja. Woher kommt Koran? Woher kommt Koran? Wort vom Koran? Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Ich meine, wer hat er geschrieben? Wer hat er geschrieben? Ja. Allah. Allah hat er geschrieben. Jesus! Ich stehe für die Verfassung. Ich stehe für das Grundgesetz. Und ich erwarte von unserer Regierung, dass sie unsere Gesellschaft erhält und wir uns nicht weiter verarschen lassen von Leuten, die unsere Toleranz missbrauchen. Okay, the difference between a Muslim and a Christian is ganz einfach. It's sehr einfach. It's the Kreuz. Mit dem Christ, the Kreuz ist alle. Mit dem Muslim, the Kreuz ist ein groß Zero. So wir haben keine, there's no way we can get on. The Muslim muss alle Christ, it's the only Hoffnung. Hallo von uns! Und hört gut zu, wir wollen jetzt gleich, so in ungefähr 10 bis 20 Minuten, nochmal auf einer Demo gemeinsam und entschlossen in der Innenstadt unseren Protest gegen die Rechten auf die Straße tragen. Bitte kommt alle gemeinsam und geschlossen mit uns. Niemand sollte hier alleine zurückbleiben, das ist zu gefährlich. Da kommen Sie. Assalamu alaikum. Sprechen Sie in Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Darf ich noch ein paar Fragen stellen? Ja, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ich meine, darf ich die Tür aufmachen? Oder können Sie vor der Tür kommen? Wir sind nicht von Ihnen, wir sind aus Düsseldorf. Ja, ist egal. Okay. Kein Problem. Aber, Sender? Bitte? Sender? Das ist keine Sende, das ist, ich mache selber einen Dokumentarfilm. Okay. Weil zurzeit in Irak ist leider zu viel schlimm, viele Menschen sterben. Mhm. Und ich stelle ein paar Fragen über Islam. Ja, yes, also Interviews machen wir nicht. Bitte? Interviews machen wir nicht. Sie machen nicht. Aber ja. Sie wissen, was für Ziel hat der Islam? Nein. Was ist Islamquelle? Ist Koran oder woanders? Koran und Sunna. Koran und Sunna. Dankeschön. Danke für das Interview. Danke.
Deutsch? Ja, richtig. Warum haben Sie diese dumme Sache teilgenommen? Ich weiß nicht, wann wir jetzt hier gekommen sind. Sie wissen nicht? Ja. Wer hat organisiert? Das ist dieses dumme Sache, nicht für Salafisten, nicht für Kurden. Das ist für Salafisten. Wussten Sie oder nicht? Das ist für Salafisten. Das ist für Salafisten. Das ist für ISIS. Ach so. Ja, aber gegen ISIS. Hallo? Sind Sie Kurde? Ja, aber ich kann leider kein Kurdisch. Ja. Warum sind Sie hier gekommen? Protestieren gegen die IS, Islamische Staat. Gegen die IS. Und ja. Andere Seite, Deutsche machen auch Gleiche. Warum sind Sie hier gekommen? Ja, aber das sind Nazis. Nazis, das sind Rechtsextreme. Nee, wenn Sie Kurde, dann können Sie ein paar Worte reden, Kurdisch. Bitte? Sind Sie Salafist oder sind Sie Kurde? Wer ist Kurde? Kurde. Glauben Sie an Koran? Aber das hat ja nichts mit dem Koran zu tun. Guck mal, diese Leute sind nicht Salafisten. Hey, sind nicht Salafisten. Ich meine, ich bin Kurde, aber diese Demonstration ist nicht Salafisten. Aber ich habe Salafisten, das ist nicht Salafisten. Ich habe Salafisten. Your friends, you'll never be alone again. Come on.